Wir sind hier bei den Zoobs voll dabei. Wir wollen jetzt hier mal eine Runde ausreiten und haben soeben die Freundschaft fürs Leben geschlossen mit unserem guten Star. Ach ja, was ist das schön hier. So, jetzt wollen wir ausreiten, erfüllen uns hier auch gleich mal den Wunsch. Und Star, ja, möchte einfach nur noch alles mit Lara machen, was ich durchaus verstehen kann. So, dann lassen wir die beiden mal ausreiten, in der Hoffnung, dass hier sich nochmal irgendwie die Reitfähigkeit verbessert. Müssen wir dazu galoppieren? Ja, okay, wir müssen galoppieren, damit sich hier nochmal irgendwie irgendwas verbessert. Aber das kriegen wir bestimmt hin. So, Michelle versucht immer noch beim Wettessen mitzumachen. Prudence lassen wir jetzt mal aufstehen, weil sie jetzt schon eine ganze Weile schläft. So, und gehen dann hier mal auf Toilette und machen mal die Betten. Das sieht hier nämlich alles ein bisschen wüst aus. So, Casey malt immer noch und freut sich einen cooler Keks. So, oh, wir haben beim Wettessen anscheinend nicht gewonnen. Aber das macht auch nichts, wir waren nämlich ziemlich, ziemlich satt. So, aber wir waren jetzt auf jeden Fall mal draußen, wir hatten viel Spaß dabei, das ist mega cool. Und wir können hier natürlich auch noch mal ein bisschen Rollschuh laufen. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? So, dalle. Ich habe jetzt vergessen, zwischen den Folgen mal zu gucken, wie wir das mit unserem Nachwuchsproblem lösen. Versuche ich dann auf jeden Fall zur nächsten Woche. Und ja, bis dahin schauen wir einfach mal, dass wir hier keinen Drehwurm kriegen und dass Prudence nicht zur neuen Frau Holle wird, nachdem sie hier einfach mal alle Betten ausgeschüttet hat und neu hingelegt. So, wir müssen auch mal gucken, dass wir hier vielleicht unser Terrarium neu besetzen. Das steht ja jetzt auch schon ein bisschen länger leer. So, Casey geht es soweit eigentlich auch noch ganz gut. Sie sollte sich dann aber auf jeden Fall auch noch mal was zu essen gönnen, wenn sie hier fertig wird. So, Pummeluff, wo bist du denn jetzt eigentlich gerade gelandet? Auf jeden Fall Richtung Pool unterwegs. Ich würde das jetzt mal aufhalten und sagen, Pummeluff, piesel doch erstmal. So, Pünktchen geht es soweit ganz gut. Pünktchen möchte auch noch was fressen. Das machen wir natürlich mal klar. Barbie will eigentlich nur spielen. Flöckchen hat Durst und trinkt gerade was. Das erscheint mir sehr, sehr klug. Und wir werden hier mal die Carolina Dosenschildkröte ins Terrarium setzen. So, das dauert aber gerade noch einen Moment. Wir müssen anscheinend hier erstmal zum Terrarium runterkommen. Macht ja auch Sinn. So, und wir machen gerade ziemlich viele Drehungen auf der Bahn. So, Futter brauchen wir gerade nicht. Wir können höchstens unser kleines Tierchen benennen. Wir möchten selbst aber noch Sandwiches zubereiten. An sich gar keine so verkehrte Idee. Ich glaube nur nicht, dass wir das um die Uhrzeit gerade können. Blöd. Wir wollen aber auf jeden Fall was wert von 250 kaufen. Oh, irgendwo war hier gerade ein Gartenzwerg. Gartenzwerg? Gartenzwerg. Oh, schaut mal, da ist einer. Dann verkaufen wir den an der Stelle mal. Ist immer eine äußerst praktische Geldeinnahmequelle. So, und wir wollen auf jeden Fall noch Geld ausgeben. Deswegen machen wir das an der Stelle jetzt auch mal. Da geht's auch schon los. So, denn wir haben das Zimmer von Casey hier immer noch nicht fertig. Und ja, bevor sie 100 Jahre alt wird, sollte sie auch mal ein Teenager sein dürfen. Und deswegen suchen wir jetzt hier mal einen hippen Kleiderschrank raus. Ich finde den ja hier an sich ganz cool. Der ist vielleicht relativ passend dazu, wenn sich jetzt die Textur mal nachlädt. Das werden wir gleich herausfinden. Ja, der Schrank wäre an sich auch nicht schlecht, aber der ist, glaube ich, wieder so ein bisschen zu Prinzessinnen-like und der zu technisch. Aber ich wollte mir mal angucken. Ist ja auch geil. Das als Kleiderschrank zu nutzen, bestimmt nicht übel. So, ich würde es dann aber hier so an die Seite stellen, damit es da nicht so mega im Weg steht. Musikinstrumenten technisch würde ich gerne noch was tun. Ich habe jetzt nicht genau gemerkt, welchen Wunsch Casey da konkret hatte, aber sie wollte auf jeden Fall mit Musikinstrumenten was machen. Ich hätte gerne ein Schlagzeug, muss ich sagen. Ich finde Schlagzeugspielen echt cool. Ich überlege gerade nur, was vorne am besten aussieht. Ich fand das Auge eigentlich ganz cool, aber das ist... ja, vielleicht nicht jedermanns Sache. So, kriegen wir das hier noch irgendwie hingestellt? Nee, wir müssen auf jeden Fall Sven dann so hinstellen. Bisschen quer einfach. Okay, gut, dann passt das da auch nicht mehr hin. Okay, Schlagzeug müssen wir irgendwie mal nach hier unten verbannen. Damit es noch irgendwie passt. So, irgendwas ist hier an der Wand, weswegen es nicht passt. Aber keine Ahnung was. Wir gucken nach. Ah, okay, das Deko-Teil hängt hier rum. So. So sollte es auf jeden Fall passen. Wir sollten es eventuell nur einfärben. Sieht, glaube ich, in den Farben sonst ein bisschen komisch aus. So, aber das müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ändern. Machen wir das lieber so. Machen das so. Oder? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. gut, gehen wir hier mal nach oben.
und schau mal, was wir hier noch Gutes machen können. Okay, jetzt habe ich das Bett angeklickt. Ich wollte aber eigentlich eher den Nachttisch haben. Na gut, müssen wir kurz warten, bis das Thema durchgelaufen ist. So, okay, ich wollte gerade sagen, stecken wir jetzt schon wieder im Thema drin. Kann ich mir nicht so ganz vorstellen. So, aber das kriegt jetzt hier mal einen neuen Anstrich. Ja, passt sich sehr gut ins Bild. Lassen wir auch an der Stelle so. Und dann bekommt der Nachttisch hier noch einen Platz. Wir könnten hier noch einen coolen Sessel hinstellen, der irgendwie zu Casey passt. Ich selbst habe einfach gerade noch keine richtige Vorstellung, welcher das sein wird. Ich glaube nicht, dass das so richtig ihre Geschmacksrichtung entspricht, was ich da gerade vorhatte. Fragen über Fragen. Was passt da zu ihr? Ich bin mir gerade echt ein bisschen unsicher. Hier, wir könnten was Cooles in der Art nehmen. Könnten wir rein theoretisch bringen. Machen wir, glaube ich, an der Stelle auch mal. So, dann suchen wir uns hier noch eine nice Pflanze raus. Ja, die ist ein bisschen zu klobig. Vielleicht doch eher was in die Richtung. So, lässt sich auch platzieren. Sehr schön. Dann übernehmen wir hier mal wieder das schmucke Holzmuster. Na, wunderschön. So, das machen wir jetzt hier auch mal in der Farbe. Und dann holen wir uns bei Verschiedenes mal einen entsprechenden Farbton. Ich glaube, das müsste der fast sein, ne? Ja, fast, nicht ganz. Aber so, hier geht es natürlich auch. So, dann haben wir hier schon mal einen Stuhl. Wir brauchen vielleicht noch eine Lampe. Nicht unbedingt die da oben, sondern welche hier für den Nachttisch. Was Normales dürfte eigentlich reichen, oder? Da färben wir das einfach nur wieder ein. So, dalle. Ein schöner Steinoptik, ja, das passt einfach. so, dalle. Und dann sieht das an der Stelle doch schon mal gar nicht so mega verkehrt aus. Können hier noch irgendwas mit einer Blume versuchen, aber ich möchte es auch nicht ganz zu blumig haben, weil ich glaube, dass das so Caseys Stil ist momentan. Der Spiegel passt da auch nicht wirklich. Den könnten wir vielleicht in einem Weiß versuchen. Da gehen wir aber durchaus erstmal in Verschiedenes rein. Vielleicht doch schwarz besser. Das Gräuliches. Ja, nehmen wir mal das Gräuliche hier. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wir könnten natürlich auch einen anderen Spiegel nehmen, aber ich hätte hier doch irgendwie gerne was Kleineres. Wo mir der auch nicht schlecht gefällt. Wir gucken mal. Okay, nehmen wir den. Habe ich spontan umentschieden. Ja, ich würde hier gerne noch irgendwie... Gut, das ist ein sehr mächtiges Bücherregal. Können wir das hier irgendwie mit ranstellen? Nee, wir können wirklich nur darauf hoffen, dass es sich hiermit anpasst. So, ich frage mich, ob da jetzt noch jemand durchkommt. Werden wir aber herausfinden, sonst fliegt das Bücherregal halt wieder raus. Gar kein Problem. So. Ja gut, ist jetzt ein bisschen problematisch. In der Steinoptik gefällt es mir jetzt aber auch nicht so mega. Da finde ich so in Schwarz auf jeden Fall schon cooler. Ja gut, lasst es uns mal so machen. So, und dann haben wir jetzt nicht mehr viel Geld. Das heißt, wenn jetzt wieder irgendeine Rechnung auf uns zukommt, haben wir ein mittelschweres Problem. Aber das sollten wir doch irgendwie gelöst bekommen. Immerhin hat Casey jetzt ein schöneres Zimmer. Wir haben uns einen Wunsch erfüllt und können die Schildkröte benennen. Yay! So, oh, nein, das wollte ich nicht. Siegfried. Komm, das ist jetzt Siegfried. Gegen Siegfried habe ich nichts. So, Siegfried braucht auch noch nichts. Also, soweit, so gut. Sandwiches können wir ja gerade nicht zubereiten, aber wir könnten eine Kleinigkeit essen. Hier, komm, wir holen uns mal einen Grünsalat und futtern den einfach mal. So, Michelle hatte jetzt viel Spaß auf dem Fest, aber ich glaube, wir holen sie an der Stelle mal wieder nach Hause. So, und unsere gute Casey braucht nicht mehr allzu lang, dann sollte sie hier auch mal einen Fähigkeitenpunkt erreicht haben, aber es sieht immer noch nicht ganz so rosig aus. So, Quietschi ist gerade auf dem Katzenklo. Auf jeden Fall auf dem Weg dorthin, das ist doch schon mal praktisch. So, Star und Lara sollten vielleicht mal wieder nach Hause kommen. So. Mal gucken, ob sie das tun. Schnellen Fußes. Weil fähigkeitenmäßig sind wir da auch noch nicht so weit.
So, Prudence, räum mal deinen Teller weg, den du hier gerade benutzt hast. Und dann kannst du gerne mal mit der Schildkröte spielen. So, Michelle ist wieder da. Das ist sehr schön. So, Pummeluff, da ist gerade ein Pferd durch unser Haus gelaufen. Aber kann ja mal passieren. So, einmal eine Runde Bauchkraulen hier. Da freut sich das Gemüt und dann können wir hier auch mal eine Runde schlafen. So, Pünktchen möchte unbedingt aus dem Napf fressen, tut das auch gleich. Sehr, sehr schön. Und Barbie muss im Prinzip schlafen, aber Barbie, du... Ich hätte gerne, dass Barbie vorher noch mal eine Runde pieselt. So, mit Barbie müssten wir dementsprechend auch mal eine Runde reiten. Weißt du was, kannst du eigentlich mit Lara machen? Wir werden hier jetzt auch mal aufsitzen. So, Star müssen wir... Haben wir Star abgesattet? Sieht sehr gut aus. So, Star muss aber erstmal fett was trinken. Flöckchen schläft gerade. Flöckchen machen wir jetzt mal wach. Und Michelle wird hier jetzt mal ihr Bestes tun, um Flöckchen zu bürsten und zu pflegen. Wenn Flöckchen irgendwann mal hier richtig wach wird. So, jetzt aber. So, sollten wir hinkriegen. Pummeluff, wollte Pummeluff nicht eigentlich schlafen und es hat irgendwie nicht funktioniert, nehme ich an. Dann gehen wir hier einfach mal eine Runde schlafen. So, Pünktchen hat irgendwie sich immer noch nicht das Futterfressen-Wunsch-Ding erfüllt. Mal gucken, ob wir es so hinkriegen. Casey möchte Pünktchen auch gerne mal bürsten. Vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Aber irgendwas ist gerade mit Pünktchen, habe ich das Gefühl. Pünktchen steht irgendwie so ängstlich da, ich weiß auch nicht. Hey, das wollten wir eigentlich mit Casey machen. Warum mache ich das gerade mit Prudence? Ah, Prudence, lass das mal. Nee, Quatsch, Prudence will das... Oh, ich bin gerade völlig verwirrt. Manu! So, Bürsten, Manu. So, Casey muss schlafen. So rum ergibt das eher Sinn. Nein, nicht Nickerchen, richtig schlafen. Meine Güte. So, Bürsten jetzt hier auch mal weg. Das ist Prudence, ihr Traum. So, Michelle kümmert sich hier an der Stelle und Lara, was machst du? Das sieht mir auf jeden Fall nicht nach Ausreiten aus. Barbie, bist du einfach wieder entkommen hier? Barbie, du musst jetzt auch mal auch mit uns hier eine Runde reiten. Das geht so nicht. So, aber Lara ist auch schon ziemlich müde mittlerweile. So, Michelle, dann kannst du hier auf jeden Fall Flöckchen auch mal eine Runde führen, wenn Flöckchen nicht schon wieder einschläft. Dein Ernst, Flöckchen? Ich kann ja nicht den ganzen Tag immer nur schlafen. Unglaublich. So, Flöckchen, bist du wach? Nein? Jetzt? Sehr gut. Dann werden wir das Pferd einmal eine Runde führen. Das ist ja hier unser Wunsch. Also machen wir das an der Stelle. Ja, und Lara hat schon wieder Barbie verloren. Macht aber nichts, weil Lara ist auch müde. Dann soll Lara einfach nur auf Toilette gehen und eine Runde schlafen. So, der Wunsch von Michelle hat sich erfüllt. Sehr gut. Prudence Wunsch auch. Das ist noch fast besser. Und wir wollen hier auf jeden Fall noch ein bisschen Gitarre spielen. Machen wir an der Stelle. Und Casey schläft jetzt. Ach je, bei den Zooms ist auch immer was los. Und ich suche einen Cheat, der noch mehr zulässt. Das ist total toll. So, wie führen wir denn jetzt unser liebes Pferd hin? Flöckchen, was machen wir denn jetzt überhaupt mit dir? Wie geht's Flöckchen überhaupt? Ja, Flöckchen ist ja jetzt gebürstet und gestriegelt und weiß ich nicht was. Dann können wir hier das Führen jetzt auch mal wieder aufheben. So, und Flöckchen wollte auf jeden Fall noch was fressen. So, Flöckchen, kannst du dir hier mal was zu fressen holen? So, wir müssen Flöckchen aber auch das Zeug wieder aus dem Gesicht nehmen. Also, wie hieß das? Tremse? Ich bin mir gerade nicht ganz so sicher. Star rauslassen. Okay, Star ist da gerade drin. Alles klar. Wir gehen dann hier auch mal schnell was sauber machen. So. Und duschen, während Prudence hier so ganz lieb Gitarre spielt. So, wir haben jetzt hier gefressen und getrunken. Können wir hier auf jeden Fall mal schlafen gehen. So, und Pünktchen und Michelle sind jetzt Freunde fürs Leben. Total toll. So, ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch hier dauert. Ein bisschen noch, aber dann haben wir den Fähigkeitenpunkt auch erreicht. Sehr, sehr schön. Ach, es ist so schön ruhig hier gerade am Abend. Voll toll. So, wir wollen auch noch auf etwas draufspringen. Das ist natürlich ein schöner Wunsch, wenn wir mit einem Tier spielen. Das ist sehr, sehr schön. So, wir können mal versuchen, hier aus dem Napf zu fressen und einfach mal um Prudence herum zu laufen. So, an sich schon mal nicht verkehrt hier.
Und hier können wir nur kratzen und nicht hinaufspringen. Das ist natürlich etwas schade, aber wir sollten hier oben auf jeden Fall noch ein Möbelstück finden, wo wir draufspringen können. Und danach wollen wir auch noch an was kratzen. Das sollte allerdings auch kein so großes Problem sein. So, das Bild hier ist noch nicht ganz fertig, aber das ist ja auch nicht so mega schlimm. So, wir gehen jetzt aber mal mit unserer guten Michelle wieder ein bisschen Alchemie recherchieren, denn wir brauchen immer noch das Elixier, um unsere Mutter wieder in eine Hexe zu verwandeln. Das ist uns relativ wichtig, auch wenn wir hier ein sehr pferdeintensives Leben führen. Wasser sparen wegen Dusche. Oh, wir sind ja interessant drauf. Boah, wir sind außerdem jetzt hier schwer mit Alchemie recherchieren beschäftigt. Haben wir lange, lange nicht gemacht. War es nicht mal irgendwie feuriger? Müssen wir irgendwie eine Fackel oder irgendwas hinplatzieren? Das sieht so dunkel hier in der Ecke aus. Da müssen wir auf jeden Fall mal eine Lösung finden. Haben wir irgendwie so eine Fackelwandleuchte? Ich finde ja die hier an sich ganz cool, aber ich glaube, so eine Lampe ist an sich irgendwie doch cooler. So, schon haben wir wieder kaum Geld. Ja gut, aber mit Prudence ihren Bildern sollte das geregelt werden können. So Intensität möchte ich gerne abdunkeln, das Licht. Genau, dass es hier doch noch etwas mystisch bleibt. So, und jetzt ist es hier von der Belichtung her auch viel schöner, Michelle beim Recherchieren zuzugucken. Sehr, sehr gut. So, Prudence, wie sieht's hier bei dir aus? Fähigkeitenpunkt fast am Start. So, wir haben Glas voll großer Zwietracht gelernt, auch sehr gut. Und wir klimpern weiter. So, Glas voll enger Freundschaft ist genauso toll. So, und gleich müssen wir das nächste gelernt haben. So, stark belebendes Elixier. Wir haben aber Zwietracht, Freundschaft, Melancholie-Serum, tiefes Schlaf, Fortpflanzung, Persönlichkeit, rank und schlank, Essenz gesund. Yeah, wir können Leute in Zombies verwandeln, aber wir können niemanden in eine Hexe verwandeln. Das ist noch nicht so gut. Michelle, ich glaube, du musst eindeutig noch weiter lernen. Das kriegst du aber auf jeden Fall hin. Ich bin da voll von dir überzeugt. Und noch bist du nicht müde, was sehr, sehr praktisch ist. Ja, wir können auf jeden Fall auch ein paar Pfannkuchen herstellen. Und dann müssen wir uns draußen mal auch wieder um unseren Garten kümmern. Wir haben so viele Baustellen hier in der Familie. Und unsere gute Prudence klimpert einfach weiter, was das Zeug hält. So, hier, das müssen wir auf jeden Fall auch mal sauber machen. Am besten mit Casey, wenn sie wach ist. So, lala. Ich hätte jetzt echt gern den Fähigkeitenpunkt. Ich hoffe, dass es jetzt gleich mal soweit ist. Komm, Prudence, sag uns, dass es soweit ist. Juhu, Level 7 erreicht. Sehr, sehr schön. Da haben wir uns unseren Wunsch erfüllt. Wir können rein theoretisch auch mal hier in die Lebenszeitbelohnungen reingucken und schauen, ob wir hier was Kreatives für uns finden. Bis jetzt habe ich noch nichts auf die Schnelle entdeckt. Gut, wir können uns skulpturenmäßig uns noch ein bisschen etablieren. Okay, wir warten einfach noch ein bisschen auf die Geschichte. Michelle hat jetzt hier ein bisschen mehr. Und Casey noch nicht ganz so viel, aber da sparen wir jetzt einfach noch ein bisschen hin. Denn wir hören ja hier noch lange nicht auf, aber für diese Folge schon. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hier hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, passt besser und bis zum nächsten Mal. Ciao!